Ah, und? Ihr Burschen der Natur, seid gegrüßt und herzlich willkommen zu meinem Kanal Naturburschkraft. Ja, ich mache heute einen kleinen Overnighter in meinem Shelter, was ich mir gebaut habe. Und nehme euch da heute Abend mal mit. Bin jetzt eben losgegangen. Ich habe nicht allzu weit, es ist keine große Wandertour. Ich will mir heute Abend nur schön was kochen. Einen schönen Gulasch-Eintopf mit Nudeln. Einfach einen schönen Abend machen und ja. Seid gespannt. Ja, also ich habe eben ganz vergessen, mich vorzustellen. Also ich bin der Benny und ihr werdet in Zukunft ein bisschen mehr von mir erfahren. Das hier sind jetzt so ein meiner ersten Videos, die ich drehe, beziehungsweise die öffentlich gehen. Und ja, habe in der Vergangenheit schon ein paar Videos gedreht, allerdings nie dazu viel gesprochen. Ja, das soll sich jetzt ändern, weil beim Schauen der Videos, ja, es ist irgendwie langweilig, wenn man nichts dazu spricht. Und ja, es sollte halt einfach mehr mit Inhalt erfüllt sein. Und ja, das kann man mit Sprechen sehr gut ergänzen. Hier mal ab und zu so noch ein paar Brennnesseln. Einfach kleinrollen und in den Mund. Sehr vitaminreich, enthalten sehr viel Eisen. Und am besten immer diese jungen Blätter. Sind besonders gut. Kann man allerdings auch sehr gut warm zubereiten. Ist ein guter Spinatersatz. Ja, einfach mal probieren. Seht mal da, die schöne Feder, wird wohl von der Taube sein. So, wir sind gleich da. Hinten ist es. Ich zeig's euch mal. Da. Da gehen wir jetzt hin. Ja, wie ihr seht, am Lager angekommen. Ich werde jetzt hier meinen Rucksack auspacken, Feuerholz machen, klein schneiden, klein hacken, die ganzen Zutaten zerschnibbeln und ja. Und dann freue ich mich auf meinen Gulasch-Eintopf. Ja, hier schon mal als erstes meinen Spaten. Den habe ich eigentlich fast immer dabei, allein für die Feuerstelle zu graben. Und als erstes Paracord, meine Nachtunterwäsche, die Jacke, hier Zutaten. Für den Gulasch-Eintopf. Ich lege mir das jetzt alles mal hier hin. Mein Erste-Hilfe-Set. Gewürze,
mein Beil. Kopfkissen, sehr wichtig. Ein Poncho, falls es morgen früh regnet. Wir haben nämlich Regen gemeldet, schon in der Nacht. Und mal sehen, wie dicht das Shelter ist. Weil bei Regen habe ich hier noch nicht übernachtet. So, hier meine Säge. Isomatte. Und mein Kochset. Hier noch den Tatonka, Becher, Nudeln. Und mein Brettchen. Hier würde ich drauf schneiden. So. Kommen wir zu dem wichtigsten Stück der Nacht. Das ist der Schlafsack. Defense 4, Carinthia. Ja, da gibt es ja auch schon viele Videos zu. Also ein super Schlafsack. Ich fühle mich da drin sehr wohl. Ja, hier drin noch die Elefantenhaut und die BW ISO Falt-ISO-Matte. Dann werde ich mich hier direkt mal einrichten. So, jetzt werde ich mir mal ein bisschen Feuerholz suchen. Hier ist genug Totholz, also hier macht mir gar keine Sorgen. Hier habe ich auch Obstsuppas zusammen. Was ist das? Guck mal hier. Gerade gedacht, das wäre eine Rettungsdecke. Aber das ist ein. Das war mal ein Heliumballon. Den holen wir direkt mit. Das gehört hier nicht her. Das hier sollte reichen für heute Abend. Ja, jetzt wird noch ein bisschen gesägt, gehackt und dann hoffe ich, dass ich gleich mal ein bisschen zur Ruhe komme, mich um die Feuerstelle kümmern kann, um die Schnibblerei und überhaupt für die Kocherei. Und weil der Eintopf, der muss ja auch 1,5 bis 2 Stunden muss der köcheln. Auf den Moment freue ich mich, da am Feuer zu sitzen und dem Köcheln des Eintopfes zuzusehen. Bei Kerzenschein, Feuer.
die Säge hier, die hat schon hinter sich. Wird Zeit für eine neue. Also die ist schon auch sehr verbogen. Also ich glaube, das wird heute ihr letzter Tag sein. Naja. Neuer Hackklotz, der andere war nichts, den war ich jetzt unten holen, da wurde vor kurzem gerodet, das war auch nicht ganz frisch, aber für diese Arbeiten sollte der reichen. Ja, hab noch ein bisschen was vor mir, meine Säge, die macht auch nicht mehr, also das ist echt sehr mühsam, aber es muss jetzt irgendwie gehen, ansonsten muss ich mir irgendwie die Langhölzer mal ein bisschen ans Feuer schieben. Das ist zwar ein bisschen, ja, nicht so gemütlich, aber was will man machen? Ich mache die nicht allzu groß. Ich werde mir hier gleich noch ein kleines Stativ bauen, wo ich mir den Topf dranhängen kann, dass das schön über der Flamme köcheln kann. Ein bisschen platt drücken. Eben noch ein Stück Rinde von dem alten Baumstamm, dieser Morsche. Da ist die Rinde ja quasi von allein abgegangen. Die werde ich mir jetzt hier so ein bisschen hinstellen, als kleiner Reflektor. Wenigstens ein bisschen. So, hab da noch ein bisschen was hier geschafft. Das sollte auf jeden Fall reichen für heute Abend. Ja, hier hatte ich ja vor, über die Feuerstelle ein Stativ zu bauen für meinen Kochtopf dran zu hängen. Das habe ich jetzt ganz primitiv hier gelöst. Einfach eine Fichtenstange an das Shelter gelehnt. Da werde ich jetzt ein Stück Paracord dran binden. Und ja, für den Haken. So, hier habe ich mir jetzt ein kleines Ästchen geholt. Das soll nachher der Haken sein, wo der Topf nachher dranhängen soll. Das werde ich jetzt ein bisschen mit Paracord oben an die Fichtenstange binden. Und ja, dann kann es langsam auch gleich losgehen mit dem Schnibbeln. Ja, hier dran gebunden und so kann das nachher über dem Feuer schön köcheln. Den Abfall, den nehmen wir natürlich mit.
Den kann man ja hier reinmachen, was wir eben gefunden haben. Dieser Heliumballon ist jetzt eine Mülltüte. So, die Paprika. Schöne vom Markt heute geholt. Schöne große. Ach, die sieht gut aus. Schön saftig. Da brauche ich nur die Hälfte. Die Hälfte schneide ich mir, kommt ins Gulasch, die andere Hälfte lege ich mir nachher ein bisschen, mal gucken, vielleicht lege ich mir die in die Glut und snack die so nebenbei, während die das Gulasch kocht. Wie gesagt, das dauert seine 1 bis 2 Stunden und da ist so ein Snack zwischendurch gar nicht so verkehrt. Herrlich, schön allein im Wald, Vögel zwitschern, was will man mehr? Ich freue mich aufs Feuer gleich. Ups. So, ich werde mir jetzt mal noch einen Schluck Wasser hier genehmigen. Den habe ich mir verdient. Ja, ich muss jetzt hier schon ein bisschen mit der Taschenlampe arbeiten. Es wird jetzt immer dunkler. Ich zeige euch jetzt noch gerade die Zutaten. Und dann werde ich mich ans Feuer machen. So. Hier haben wir lecker Champignons. Paprika. Da ein bisschen. Ja. Speisestärke. Tomatenmark. Hier das Gulasch, das Rindergulasch, meine Gewürze, Öl, Zwiebeln, Knoblauch, den ich eben geschnitten habe. Rohesser für die Würze, das schmeiße ich da auch mit rein. Ja, die Nudeln, die liegen jetzt gerade nicht hier, die werdet ihr nachher sehen. So, jetzt mache ich mich ans Feuer. Ist jetzt schon dunkel genug. Hier meine getränkten Pads in Wachs. Endlich ist der Moment da. Das wird sehr lecker. So, meine Lieben. So sieht das aus. Alles jetzt zusammengeschmissen. Das Gulasch, Paprika, ja, Champignons. Alles einmal gut
angebraten. Jetzt schütte ich das in den Topf da. Da ist die Brühe drin. So, und dann kann das vor sich hin köcheln. Ich packe das alles rein. Ja, gerade so. Ich muss mir da mal einen anderen Topf zulegen. Ist wirklich ein bisschen klein. Man macht ja immer ein bisschen mehr. Auch wenn man allein ist. Aber ich habe da von dem nächsten Tag dann auch immer noch ein bisschen was von. So, jetzt kommen hier noch die Nudeln rein. Das kocht doch schon. Wo habe ich die? Nudeln. Hier. Na? Hört ihr es? Es blubbert. Das köchelt jetzt schön für sich hin. Ach, lecker. Was gibt's Schöneres? Jetzt werden wir mal hier probieren. Nudeln sind bestimmt schon gut. Ah ja, die sehen gut aus. Ah, Reis. Jawohl. Die sind gut. Soße mal probieren. Soße her, top. Richtig gut. Jetzt probieren wir das Fleisch mal. Das braucht noch seine 10 Minuten. Okay. Da freue ich mich. Ah ja. Herrlich. Das Köcheln vom Gulasch. Das wird schmausen. Da bin ich mir sicher. Lecker. Sehr lecker, sehr deftig. Das hat sich gelohnt, die Wachterei.
Ja, ich habe jetzt gut gegessen, bin gut genährt und ja, bin auch jetzt ziemlich müde. Wir haben jetzt gleich halb ein und ja, habe mich schon Bett fertig gemacht, lege mich jetzt in meinen Schlafsack, werde noch ein bisschen das Feuer genießen und dann schön einschlafen. Ja, also gute Nacht und bis morgen früh. Moin moin, ihr Bursch. Ja, bin jetzt eben aufgestanden, habe in der ersten Hälfte der Nacht nicht so gut geschlafen, dafür aber die zweite Hälfte sehr schön warm, ja fast schon zu warm. Es hat die ganze Nacht geregnet, so ab 2, nicht heftig, aber ja, so ein Nieselregen, ja, so ein paar Tropfen kamen hier durch, aber ja, der Schlafsack ist ja wasserabweisend, das hat er ausgehalten. Ich habe trockenen Hals. Ich werde jetzt gleich runter zum Bachlauf rennen. Da werde ich mal das ganze Geschirr spülen von gestern und mich waschen, Zähne putzen und endlich mal was trinken. Ich habe ja schon in der Nacht überlegt, runterzulaufen und mir was, ein bisschen Wasser zu holen. Extrem Durst gehabt, weil ich habe kein Wasser mehr. Ja, ich schlüpfe jetzt mal meine Schuhe und dann werde ich mich ab da runter machen. Ach. Wunderschön, einfach nur schön hier. Muss ich erstmal was trinken. Mein Hals ist so trocken.
Ach, herrlich. Ich hole mir noch eine Ladung Wasser mit zum Trinken. Das soll ein bisschen naschen. Ich werde mir jetzt einen schönen Kaffee machen. Schön was frühstücken. Feuer nochmal anmachen. Ja. Schönen Kaffee. Das Feuerholz hat gut gelangt, hat gut gereicht.
Ah, der tut richtig gut, der Kaffee. Draußen schmeckt er noch besser. Aber es ist mit allem so. Alles schmeckt draußen. Irgendwie immer ein bisschen besser. Die wollte ich mir gestern Abend drauflegen. Aber ich hatte alle Hände voll zu tun. Die mache ich mir jetzt. Schön saftig. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Ja, meine Lieben, das war mal wieder eine herrliche Nacht. Richtig schön. Einfach schön mit dem Frühling hier morgens aufzuwachen mit den Vögeln. Das ist einfach unbeschreiblich. Ja, wie gesagt, mir war mollig warm, schon fast zu warm. Und hier hätte der Sommerschlafsack hätte hier, glaube ich, schon gereicht. Ja, ich mache mich jetzt ab heimwärts und mache noch ein bisschen was mit der Familie. Ja. Ach, was ich noch sagen wollte, wie ihr hier seht, das ist mir aufgefallen beim Bau des Shelters, als ich fertig war, dieser Strich hier. Ja, das soll heißen, der Baum kommt irgendwann weg. Der ist markiert für die Fällung. Bin mal gespannt, wie lange das Shelter noch steht. Naja, brauchen wir halt ein neues. Ja, Leute, wenn man durch die Wälder spaziert, dann sieht man schon so einiges, wenn man die Augen aufhält. Ich habe hier ein kleines Frischling, das ist tot. Schade. Ist auch da im Maul schon angefressen. Armes Frischling. Tja. Ja, sowas sieht man dann halt mal, wenn man durch die Wälder spaziert, ne? Auch noch nie gesehen. Bin jetzt an meinem Auto angekommen. Nochmal einen schönen Spaziergang heute Morgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Entschuldigt meine langen Pausen zwischen den Sätzen. Ich bin das flüssige Reden, ja, das wurde mir nicht in die Wiege gelegt. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Video. Haut rein.